Hallo und herzlich willkommen hier in Offenbach im Ostpolen. Mein Name ist Thomas Schalow, ich bin Finanzautor, Investmentberater und Gründer der Bergtheos Finanzdienstleistung. In diesem Video geht es um das Thema, wie lege ich das Kapital aus einer ausgezahlten Lebensversicherung sinnvoll wieder an. Im Normalfall kommt dieses Kapital zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr und gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld stellt das viele Anleger vor die Herausforderung, was mache ich sinnvoll mit diesem Geld? In diesem Video möchte ich Ihnen eine Alternative zeigen, wie Sie das Kapital nicht nur verrenten, sondern auch renditestark anlegen, um Ihre Altersvorsorge zu verbessern und Ihre laufende Rente zu erhöhen. Und hier haben wir die Wurzel allen Übels, das Niedrigzinsdilemma. Wir sehen hier zwei Zinskurven, nämlich die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und der US-amerikanischen Federal Reserve. Und während hier bis 2007 mit den alten Rezepten Tagesgeld, Festgeld noch ansehnliche Renditen zu erzielen waren von 4-5%, ist spätestens seit dem Jahr 2009 das vorbei. Wir leben in der Nullzinsphase und dieser hält jetzt mittlerweile schon 6 Jahre an und schenkt man den Volkswirten Glauben, so wird das auch noch eine lange Zeit so bleiben. Die Auswirkungen dessen sind dramatisch. Wir haben hier ein Beispiel, was aus 100.000 Euro in 25 Jahren wird und wir legen eben zugrunde keinerlei Zins, keinerlei Rendite auf dieses Kapital. Im besten Fall bleiben die 100.000 Euro also in 25 Jahren erhalten. Allerdings haben wir den Faktor Inflation. Und die Inflation zehrt real am Kapital und beschert uns einen Netto-Kaufkraftverlust. Im schlimmsten Fall bei einer 2%igen Inflation bedeutet das, dass von den 100.000 Euro nach 25 Jahren nur noch 60.000 Euro real übrig sind. Das ist eine dramatische Entwicklung, mit der viele Sparer in Deutschland konfrontiert sind. Wie kann also jetzt eine Lösung aussehen? Ich habe hier ein anderes Beispiel mitgebracht. Wir legen auch wieder zugrunde 100.000 Euro Anlage und diese über 15 Jahre investiert. Aber wir wollen dieses Kapital auch gleichzeitig verrenten. Das heißt, der Anleger möchte gerne seine Rente aufstocken und 500 Euro davon im Monat als Zusatzrente entnehmen. Und wenn wir uns mal die blaue Linie anschauen, dann sehen wir, dass wir ungefähr 6% Rendite brauchen bei einer Entnahme von 500 Euro pro Monat, damit das Kapital nicht verzehrt wird, nicht aufgebraucht wird. Erreichen wir sogar eine jährliche Rendite von 8%, dann kann sich der Anleger die 500 Euro entnehmen und das Kapital vermehrt sich sogar noch über den Zeitraum. Nämlich aus 100.000 Euro werden trotz Entnahme nach 15 Jahren 157.000 Euro. Das Ganze funktioniert aber leider natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich zu wenig Rendite erwirtschafte, wie man an der grünen Linie sieht, dann verkonsumiere ich das Kapital und hier sind nach 15 Jahren aus 100.000 Euro schon 30.000 Euro geworden und es ist natürlich absehbar, dass in wenigen Jahren dieses Kapital komplett aufgebraucht sein wird. Das bedeutet für den Anleger, er muss eine Mindestrendite erzielen, um sein Kapital zumindest zu erhalten. Wie komme ich zu so einer solchen Lösung, die mein Kapital erhält, im besten Fall vermehrt? Wie lege ich meine Lebensversicherung sinnvoll wieder an? Wir von Vertios haben hierzu ein Tool geschaffen auf unserer Website, den Anlagefinder. Die Adresse sehen Sie auch hier eingeblendet. Und hier können Sie Ihren gewünschten Anlagebetrag eingeben, Ihre Anlagedauer, aber eben auch eine persönliche Risikoeinschätzung. In diesem Fall sollen 100.000 Euro investiert werden über einen Zeitraum von 15 Jahren und eher defensiv, also mit
geringem Risiko. Unser Anlagefinder gibt diesem Anleger einen Vorschlag aus, der zu 10% Geldmarkt besteht, also Tagesgeld, Festgeld, der aber das Gros der verfügbaren Mittel in Anleihen, also in Schuldtitel von Unternehmen und Staaten investiert, aber auch einen gewissen Anteil in Aktien, also in Beteiligungen von großen börsennotierten Unternehmen. Ich würde Sie gerne herzlich einladen. Nutzen Sie den Anlagefinder, probieren Sie es aus und sehen Sie, was für einen Anlagevorschlag das Tool für Sie parat hält, damit Sie die für sich ideale Anlage finden, wie Sie Ihre Lebensversicherung am besten wieder anlegen. Damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es war unterhaltsam und informativ für Sie und wünsche Ihnen auch weiterhin gute Unterhaltung und viel Spaß bei unseren Blogbeiträgen und den weiteren Videos. Ich freue mich, Sie hier bald wiederzusehen. Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen, Ihr Thomas Schalow.